Hallo Internet, hallo YouTube und willkommen bei der Girls Cover More Realistic. Ja, ich sitze hier gerade im Schlüter. Den wollte ich jetzt mal mitnehmen zum Feld rüber und zwar mit dem Sammelwagen. Ich dachte mir, wir könnten ja schon mal so ein bisschen Stroh nebenbei einsammeln. Ich bin gerade auf einem kleinen Hof, oder? Ach Quatsch, wir müssen ja hier mal raus hier. So. Ich glaube, ja, der hat mir hier drüben stehen. Ja, was steht heute an? Immer noch Weizen steht auf der Uhr. Ich wundere mich. Nee, noch nicht, doch nicht. JD läuft noch. Aber den Ford, den müsste man noch abladen. Den müsste ich noch zurückbringen. Und eigentlich wollte ich auch mal hier die Steuerung umschalten. T1 war das, ne? Wir werden es gleich merken. Ja, sieht gut aus. Okay. Müssen wir nochmal langfahren? Scheiße. Ich glaube, da lang. Also müssen wir nochmal umdrehen. Der hängt dran, oder? Ja. Kam mir gerade so leicht vor. Kann auch daran liegen, dass ich jetzt so viel mehr fortgefahren bin und der Schlüter doch ein bisschen mehr Power hat. Ich war doch schon wieder falsch. Mist. Da können wir hier übers Feld und da hinten auf die Hauptstraße. Das geht ja auch. Ah, hier noch nicht. Jetzt machen wir die Brücke noch. Ja, so ein paar 300 YouTube. Habe ich das noch drin? Obwohl, wir können auch hier einsammeln. Gar nicht so weit fahren. Jetzt will ich schon mal anfangen zu starten. Dann holen wir auch bitte das Weizen ab. So, los geht's. Ich habe da jetzt gar nicht mehr dran gedacht, dass wir auch den Sammelwagen haben, nicht Depp? Damit können wir ja auch erstmal das Lager gut voll machen. Dann noch gut was zum Einstreuen. Vielleicht nehmen wir dann später einfach die Ballen. Na, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall ein Teil der Ballen dann auch für die Biogasanlage. Dann könnten wir die schon mal einweihen. Jetzt raus. Füllt sich. Rausschauen.
Boah, nicht perfekt, aber selten. So. Jetzt hat mir jetzt den JD 75%, also so langsam müssten wir zurück. Mal die Runde, kriegen wir natürlich einiges runter, ne? Stroh. Ja, ansonsten, was gibt's Neues? Zumindest kommt ja Spin Timers raus. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, wenn ihr das überhaupt kennt, dieses, ich nenne es mal Geländewagenspiel, aber man muss ja da mit verschiedenen Fahrzeugen versuchen, irgendwie das Ziel zu erreichen. Also, ich habe es nicht so genau gespielt, ich müsste mal gucken. Also, da würde mich mal eure Meinung interessieren, ob ihr das auf meinem Kanal sehen möchtet. Voll. So. Hau es gleich zurück. Ich glaube nicht. Lassen die nochmal kurz stehen. Ich mache mal den Motor aus. Und wir springen erstmal rüber. Zum Ford. Der muss mir auch noch nach Hause. Ja, will den Weg finden. Ich fahr mal hier lang. Nur ich jetzt zu lange rumirren, weil... Zeit, es geht um 17 Uhr ist ja... der Verkauf, aber ich möchte noch einiges stehen. Jede Menge Mais. Ich freue mich auch schon auf den Mais-Sex-Namen. Mal gucken, ob ich den erstmal. Ah, erstmal mal in die Sämaschine. Ich habe mir schon was ausgesucht und wie gesagt, der Grupper. Hier haben wir auch noch ein Riesenfeld. Okay. Ah, muss ich bei jedem Stepper hier einzeln einstellen? Das ist auch auf T3. Achso, jetzt bin ich hier beim kleinen Hof. Ich überlege gerade schon krampfhaft, ob ich ihn ansteuere, weil ich es ganz vergessen habe, welche Halle das nochmal war, wo wir abladen müssen. Aber es wäre jetzt schon praktisch, ne? Jetzt nicht ewig noch rumgurken. Den war es, glaube ich, jetzt. Ne, ich weiß jetzt hier. Das war einfach, oder? Ich muss mir mal umschalten. Das hier gar nicht auf. Okay. Auf der anderen Seite vielleicht? Auch nicht. Muss ich jetzt hier auch rückwärts rauseiern oder was? Oh je.
Ich hoffe, das geht gut. Müssen wir doch erstmal auf dem Hof drauf fahren, denke ich mal. So. Was doof ist, ich habe jetzt hier. Weil ich jetzt hier die Taste noch nicht belegt, mache ich jetzt gerade hier mit der Space-Taste. Und da geht natürlich auch dann ein Dings an, ihr wisst schon. Was von außen machen. Ich kann meine Kamera gar nicht so schön steuern, wie ich das möchte. Ja, schaut mal um. T3. Ah, da vorne seht ihr, was ich sehe. Ich glaube, das könnte schon reichen. Na, kommt da rum, kommt da rum. Was ein Augenmaß, oder? Was ein Augenmaß. So, YouTube. Wie, das klappt jetzt nicht. Hey, das Ganze ohne Navi, oder? Perfekt. So, müssen wir nur noch zurückfinden. Ich habe natürlich den gleichen Weg nochmal zurückfahren. Vorne war ja eh das Tor kaputt. Kommen wir da wieder durch. Das ist so, bei den beiden Höfen, die sind ja miteinander verbunden und da wird jetzt zählt beides global zusammen, quasi. Von wo bin ich jetzt gekommen? Ja. Ich glaube von da. Ja, von da bin ich gekommen. Mist, der Junkie, der steht schon. So, aber zumindest weiß ich jetzt den Weg. Ich hoffe mal, ich kann es mir merken. Also wir sollten auf jeden Fall den Hof hier mitbenutzen, da dass wir doch schon einiges an Zeit sparen, ne? Ja, wo ich auch noch skeptisch bin, weil der Feuerwehrsimulator auch nicht so angelaufen ist, mit dem ADAC-Simulator, ob wir den nochmal ins Programm nehmen sollen. Wäre nochmal so eine Diskussion vielleicht nicht schlecht, wenn ihr eine Meinung dazu habt, würde mich das echt freuen. Wobei ich den Feuerwehrsimulator noch Stück für Stück weiterführen werde. Jetzt nicht natürlich mit als Hauptaugenmerk, aber die Folgen laufen da auch dann weiter. So, was ist denn das eigentlich für eine hügelige Fahrt? Und da vorne müsste doch eigentlich unser Feld sein. Ja, das ist der Übergang. Jetzt fahren wir mal rüber. So. Ich stehe fast an der gleichen Stelle. Jetzt haben wir mal ein Pudding rum.
voll bis oben hin. Also ein paar Runden. Mal wohl noch fahren. Ui, jetzt geht die Brennerei-Geschichte los. Also wäre noch so einigermaßen im Timing. So, ich mache den mal kurz aus. Und wir springen nochmal rüber. Und laden den schon mal ab. Ja, da sollten wir nicht, sollte einiges dabei rumkommen. Sollen wir vielleicht noch mal gucken, wie lange denn das Angebot überhaupt läuft. Mit dem Walzen. Könnte natürlich auch schon mal eine Ladung in den Kuhstall reinwerfen. Ich glaube, das machen wir auch. Dann haben wir da schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Wobei ich mich jetzt gerade frage, wo müssen wir überhaupt reinfahren? Aber es sollte sicherlich hier sein. Kommt das Futter rein? Nee, wahrscheinlich doch nicht. Mal gucken, ob wir abladen können. Doch. Funktioniert. Okay, Maximum wieder erreicht. So, hier sehen wir mal unseren netten Grasvorrat. Und das gleiche machen wir jetzt hier mal mit Stroh. Ja, die Animationen sind wirklich nicht so prickelnd bei dem Anhänger, also den werden wir über kurz oder lang dann auch austauschen. So, aber ich glaube, wir sollten jetzt nochmal, ja, ich fahre den nochmal zurück hier aufs Feld und dann müssen wir uns auch schon wieder um den Ford kümmern, dass der voll wird. Aber ich glaube auch nicht mehr in dieser Folge. Ah. So fahre ich mich auch schon wieder. Ich kann ja auch hier durchfahren, da ist ja noch nichts drin. So. Ich zeige dir mal die Seemaschine, die mir gefallen würde. Und den Frontlader, obwohl ich eigentlich gar nicht hier noch einen Radlader reingepackt, den hätte ich auch schon sehr gern.
Okay, wir stoppen hier mal kurz. Und zwar, also ganz klar, den Gruber hätte ich ganz gern, wobei ich nicht weiß, wie das passt mit dem Schlüter. Ich glaube, da wäre ich ein bisschen zu groß, oder? Und was wollte ich denn jetzt zeigen? Also diesen Bienenstock, den werde ich irgendwann nochmal aufstellen, auf jeden Fall. Dann hier den Frontlader für 14,5. Ist eigentlich auch ein netter Preis. Und wollen wir die Sämaschine? Hier. Rollmass, ich hoffe, ich Pomazanin, spreche das richtig aus. Und die fand ich echt sehr interessant. Die kann halt Weizen, Gerste, Raps oder Gras rauspacken. Und das wäre doch schon nochmal was. Und dann die weitere Planung ist dann sicherlich hier noch der, wenn ich ihn jetzt hier schon drin habe, ich habe auf jeden Fall schon runtergeladen. Nee. Hab ich hier noch nicht reinkopiert. Ja, ist auch irgendwie so ein, keine Ahnung, glaube so ein polnischer Anbieter. Ist aber ein richtig schöner Mod und auf den freue ich mich schon. Ich habe den auch noch nicht ausprobiert. Das wollte ich dann mit euch als Premiere machen. Ja. Hilft nichts. Wir sind schon wieder am Ende der Zeit. Beim nächsten Mal geht es dann auf jeden Fall an Verkaufen und dann müssen wir uns auch entscheiden, was wir dann halt haben wollen. Ich mache noch ein paar Gedanken, aber Pflicht sind erstmal die Basic-Sachen, ne? Also wie Gruber und die Sämaschine und dann mal gucken, was da noch überbleibt. Also ein Radlader bräuchten wir auch schon dringend und vor allem auch noch einen Anhänger eigentlich zum Wegfahren. Mal schauen, vielleicht kaufe ich den On the Fly quasi, also wenn wir dran vorbeifahren, dass die gleich mitnehmen, weil der kostet, glaube ich, um die 6,9 oder so und das macht, glaube ich, schon Sinn, dass wir den dann noch mitnehmen und später wollte ich sowieso auf die Mängele, habe ich noch, wollte ich ganz gerne haben. Wir müssen ja auch, ja, wir müssen auch gucken, wie ich, womit ich das Dings da, die Saatgut transportieren kann, ne? Das kann ja auch nicht jeder Anhänger. Mal schauen. Aber ich meine, ich habe den auch schon. Irgendeiner kann das. Und Kalk muss ich auch noch holen. Ja, viel zu tun. YouTube. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.